Willkommen, Freunde. Heute möchte ich einmal meinen Rufa-Char starten. Und den habe ich im Vorfeld auch schon aufgebaut. Ich habe mich so ein bisschen an Neltarion, dem Erdaspekt, orientiert. So ein bisschen erdfarbig zusammengebastelt. Hier haben wir auch nochmal die, ja, menschliche Gestalt. Auch hier so ein bisschen dunkler, erdenartiger. Namen habe ich mir auch aus dem Name Generator für WoW gezogen. Ist aktuell auch noch verfügbar. Von daher können wir direkt starten und einfach mal schauen, wie explizit der Anfang ausschaut. Also bis wir ins Game hineingeworfen werden. Dadurch, dass aktuell auch Zeitwanderungs-Dungeon laufen, wäre es natürlich eine angenehme, entspannte Art. Er wird höchstwahrscheinlich ein Heal sein, ihn dann auch über die Zeitwanderungs-Dungeons hochzuziehen und zu equippen. Kalen, nach vorne! Bleib bei mir! Auf die Flanke! Los! Schwarzschuppen! Zurück! Schlaft! Interessant. Könnte so aufgebaut sein wie zum Beispiel bei den Demon Huntern. Die hatten ja auch so eine eigene Storyline gehabt. Moment, ich muss hier nochmal eben schnell anpassen. Damage Meter brauchen wir aktuell nicht. Ist absolut unnötig. Und was wir noch benötigen ist, da haben wir es, Aktionsleisten alle mal aktivieren. Oh, okay, 6, 7, 8 sind anscheinend neu, kannte ich noch nicht. Und dann können wir mal locker entspannt starten und dann nochmal schauen, wie diese Klasse funktioniert, gerade auch mit der Drachengestalt. Könnte sehr interessant werden. Du willst, dass wir andere Drachen wecken? Ah, so funktioniert das. Was? Was ist geschehen? Wer hat uns das angetan? Etwas stimmt hier nicht. Wir müssen unsere Flügelkameraden finden. Hier lang. Ah, okay. Wie der Demon Hunter können wir auch hier unsere Flügel einfach ausbreiten. Das erste große Mysterium hier ist natürlich, wer hat den Drachen gesagt, sie sollen schlafen? War das einer von den Inkarnationen oder Neltarion? Was wir auch nochmal machen könnten... Ja, okay, das sind seine entsprechenden Skills... Gut, damit können wir Gegner wegkicken. Das ist immer gut. Hier haben wir auch wieder eine Volksfähigkeit. Das ist auch gut. Und das war's, glaube ich, mit den Aktiven zumindest. Hier drin. Also die Kampagne der Demon Hunter hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, das wird dasselbe Kaliber werden. So wie unser Haus. Mein Kopf. Also, machen wir uns an die Arbeit. Wir sind der Schild der Draktür. Oh, da haben wir schon mal das erste erhalten. Als nächstes gibt's einen Zauberstab. Wärmtreu. Oh, eine Quest vergessen. Gleich mal zurückdüsen und die einsammeln. Rüstet euch. Dann treffen wir uns mit dem Erdwächter.
Wenn sie nicht schlafen, dann müssen sie sterben. Ja, der Erdwächter wird doch höchstwahrscheinlich nicht mehr am Start sein. Ja, ich glaube, das war jetzt einfach nur, um ein bisschen Lore zu erhalten. So, den sollen wir jetzt umnieten, oder wie? Okay, weg damit, weg damit. Okay, der teilt sich auch nochmal auf. Und hier haben wir jetzt eine Kombination aus Nah- und Fernkampf. Wird interessant zu sein, also wird interessant sein zu schauen, wie sich das dann später auch verhält, wenn man im Endgame ist. Jetzt am Anfang ist natürlich ein bisschen überschaubar mit den Skills und allem drum und dran. Vergangenheit. Auf Azeroth ist kein Platz für sie. Okay, wenn wir die Dinger looten wollen, greift er an. Und mir ist auch direkt aufgefallen, dass wir kein Auto-Loot aktiv haben. Müssen wir unbedingt ändern. Werden wir jetzt direkt ändern. Da haben wir es. Ich liebe das Looten, aber ich möchte da auch so wenig Zeit wie möglich mit verbringen. Der Dude wird uns ja sowieso angreifen, von daher kommen wir ihn einfach mal zuvor. Ich brauche ein Ziel. Und die haben wir sehr schnell umgenietet. Wunderbar. Eben hat das noch ein bisschen gedauert. Wunderschön. Also mit den beiden Volksfähigkeiten können wir die Gegner anscheinend auch unterbrechen. Unterbrechen ist immer cool, aber haben natürlich auch heftige Cooldown-Zeiten für einen Kick. Aber gut, sind halt zwei zusätzlich nochmal dazu, ne? Und wird wahrscheinlich auch AOE sein, also Flügelstoß auf jeden Fall. Und ich vermute mal, beides werden AOE-Kick-Möglichkeiten werden. Fangen wir an. Du gibst uns erstmal schön unseren Stab. Die Drakteure werden in dieser Welt ihren Platz finden. Blutrösch! Könnt ihr die Barriere einreißen? Zuri! Genau die Verstärkung, die ich brauche. Habt ihr den Erdwächter gefunden? Nein, er ist nicht in dieser Kammer. Aber dort ist... ein anderer Drache. Kommt, treue Diener von Maligos! Zeigt diesen Missgeburten keine Gnade! Na, das wird lustig. Also Blaudrachen gegen Erddrachen, oder wie? Woran erinnert ihr das euch? Das wird interessant. Nur an Bruchstücke. Ein Kampf gegen einen mächtigen Gegner. Wir siegten, glaube ich. Doch wir haben es teuer bezahlt. Wir haben ein paar Nahkampfattacken herausgewämst. Es soll geschehen. Durch Flügel oder Kralle.
Die Himmel rufen mich. Ah, okay. Lebende Flamme ist entweder ein Heal oder ein Fernkampfangriff. Gut zu wissen. So, hinten haben wir noch einen Kollegen, dem wir helfen können. Ich werde eure Hörner Maligos darbringen. So, hinten haben wir noch den letzten. Oder nehmen wir durch den? Ja, aber das Ding wird höchstwahrscheinlich so werden wie bei den Dämonenjägern. Da hat mir so das Intro von denen auch sehr gut gefallen. Ja, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich selber hier nicht hops gehe. Na, komm schon. Ich versuche auch gerade so ein bisschen zu identifizieren. Also wir haben hier Mana, klar. Und wir haben auch Essenzen. Das ist ein anderer Spieler. Wir sind auch 58. Okay, ja, wenn wir hier rauskommen, sind wir dann direkt auf den Dracheninseln. Das passt. Unseren einzigen Weg hinaus versperren. Klare Himmel und starke Winde. Gut, dann düsen wir mal weiter. Oh, meine Waffe habe ich gar nicht angezogen. Das ist falsch. Das heißt, wir waren die ganze Zeit ohne Waffe unterwegs? Er will uns vernichten. Heute kämpfen wir füreinander. Für alle Draktür. Wahrlich treffende Worte. Ah, zu zweit werden wir mal schön auf ihn drauf prügeln. Ja, Zeit genug zum Rauslaufen war. Und er ist down. Zeit ist abgelaufen. Also dafür, dass er hier eben so negativ über uns gesprochen hat, hat er nicht wirklich viel ausgehalten. Vollständig überwuchert. Wir müssen sehr, sehr lange in Stasis gewesen sein. Konzentriert euch, Kodeti. Feinde könnten uns auflauern. Wappnet euch für alles, was da kommen mag. Gut, ich dachte, wir wären jetzt bei der nördlichsten Insel. Dem ist aber nicht so. Was haben wir jetzt hier bekommen? Ah, okay. Alles klar. Und ein Feueratem. Auf drei unterschiedlichen Stufen. Ah. Das war Stufe 3. Ich kann ihn aber vorher schon aktivieren. Wir sind durch die Pflicht gebunden. Das Leuchtfeuer pulsiert vor Magie. Also die Spielart könnte in der Tat interessant sein, weil hier halt Elemente dabei sind, die ich so noch nicht kenne und noch nie gesehen habe. Was erstmal ein gutes Zeichen ist. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, da haben wir die Stufe 1 eingesetzt. Aha. Ich brauche ein Ziel. Ah, hier steht sie auch. Loslassen, um das Ding einzusetzen. Dann frage ich mich, wie wir eben die Stufe 3 nutzen konnten. Weil ich auch nur einmal kurz drauf gedrückt habe. Aber gut.
Wir fuchteln uns hier langsam durch. So, da haben wir die Stufe 2. Und Stufe 1 hatten wir vorhin auch schon. Super, das passt. Gut, nichts verstanden, außer dass die hier gegeneinander gekämpft haben. Wie sieht eigentlich das entsprechende Set von denen aus? Das weiß ich ja gar nicht. Aha. Also in Draktürgestalt sehen wir nur Schultern und Gürtel, oder wie? Wie lautet euer Bericht? So, das werden wir jetzt sehen. Ja, sowas wie Helme und so weiter sehen wir nicht. Ihr habt eure Befehle. Da kommen sie! Sterbt, Draktür! Glutal! Dem Erdwächter sei Dank. Wir benötigen ihre Weisheit. Klare. Schön, euch zu sehen, Glutal. Aber wo ist euer Wern? Ich bin erwacht. Die übrigen Draktür nicht. Möge man sich ihrer Namen erinnern. Möge man sich ihrer Namen erinnern. Irgendwie ja, mögen wir uns erinnern? Klare Himmel und starke Winde. Ah, okay, wir können also auch selbst gleiten. Das Glück ist auf unserer Seite. So, dann ziehen wir das mal hier ein bisschen hoch. Wir können natürlich nicht mit den Flügeln schlagen, aber der Rest scheint zu funktionieren. Also segeln. Ah ne, doch, wir können hier auch was machen. Ups. Ein bisschen zu viel rumgespielt. Die Draktür. Also der Flugstil scheint doch, ja, vergleichbar zu sein wie mit den Proto-Drachen, die wir so haben. Nein, falsch, hier segeln wir. Wunderbar, einmal zurück, das war jetzt nicht so besonders. Wir werden. Der Vishian kundschaftet den Hort der Schwarzschuppen aus. Glutresch und der Champion werden die Heilschwingen aufsuchen. Fliegt vorsichtig, meine Freunde. Drachen lauern überall. Aber diese Art der Fortbewegung gefällt mir erst einmal. Neltharion würde uns sich vorknöpfen, sähe dieses Chaos. In der Tat. Zurück zum Training. Die Heilschwingen brauchen uns. Los jetzt. Wird gemacht. Einmal wieder entspannt rüber segeln. Was haben wir jetzt hier erhalten? Okay, das ist die normale Ausrüstung. Nichts Besonderes. Wir haben Verwundete.
Ich bin bereit. Was braucht ihr? Einen neuen Brustharnisch, das ist sehr schön. Viridia, seid ihr hier? Und weg mit euch. Sehr cooler Skill. Wenn man ihn voll aufladen kann, sehr nice. Ganz ruhig, Glutresch. Ruhig. Wer... Viridia? Ich. Wir sind euch gefolgt. Ich weiß. Ihr seid so mutig und töricht wie immer. Heilung ist meine Stärke. Hier für ein Kämpfchen. Okay, dann, wenn dieses zu Boden gehen... Ein absolutes Muss war. Bestens, aber okay. Kommt möglichst schnell mit den Giftdrüsen zurück. Alles klar, ihr geht's nicht so gut. Ah, das Segeln habe ich vorhin gar nicht gesehen. Hat eine Ablenkzeit von 4 Minuten, aber wir haben das doch einigermaßen zügig in kurzer Reihenfolge genutzt. Ja, oder dadurch, dass es halt questbedingt war. Muss es so sein. Da wird schon alles mit rechten Dingen zugehen. So, da hinten haben wir wieder so einen hässlichen Käfer. Der Atem knallt mehr rein, gerade so der erste Aufprall. Danach die Ticks sind nicht mehr so mächtig. Ich muss näher ran. Ach, das sind die kleinen Viecher hier. Jupp, hat nicht so gut funktioniert. Aber schon mal 2 Drüsen. Das ist gut. Wunderschön, da hat der Atem auch nochmal deutlich mehr reingeknallt. Da hinten haben wir noch so ein großes Vieh, das ist gut, davon brauchen wir noch eins. Aber zuerst holen wir uns mal hier die Quest. Eventuell können wir das wunderbar miteinander ich glaube doch nicht. Gib mir einfach die Quest und gut ist. Ich habe kein Ziel. Ja, dafür müssen wir in die Höhle hineingehen. Werden wir gleich machen. Einmal weg mit dir. Level Up haben wir auch erhalten. Das ist... Ich sollte mir erstmal anschauen, was das ist. Ah, okay, das ist eine Wiederbelebung. Ah, die großen Viecher droppen auch Giftdrüsen.
Gut zu wissen. Na, 45.000 sollten wir eigentlich hinbekommen. Wir haben 41.000. Wir können uns auch selber heilen. Aber erstmal hier den kleinen Scheißer holen. Können wir natürlich wunderbar unterbrechen. Sehr schön. Hat auch sehr gut funktioniert. So, einmal wegkicken. Dann macht er sein Gedöns nicht. Das Wegkicken ist natürlich sehr nice, damit wir dann unseren Atem machen können. Na, dafür brauchen wir aber auch Essenzen. Und named is down. Ein Hals haben wir erhalten. Sehr schön. Ziehen wir natürlich auch gleich mal an. Und du gibst mir schön die letzte Drüse. Nein. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Du gibst die letzte Drüse. Sehr gut. Dann können wir den kleinen Scheißer gleich abgeben und die anderen beiden Quests auch. Alles erledigt. Okay, doch, das passt. Weil wir hier dann auch gleich hochlaufen können, um die anderen beiden Quests abzugeben. Also, ihr wisst zu überraschen. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. 59, also quasi noch ein Level und dann haben wir entsprechend das Level und können in den Dracheninseln weiter Schabernack treiben. Aber ich verstehe gerade nicht, wo deren Startgebiet ist. Die verbotene Insel oder wie? Hier drin kann es ja auch nicht sein. Egal, müssen wir uns später mit beschäftigen. Was haben wir hier? Reittiere. Ja, nehmen wir ruhig mal das Vieh. Na gut, wenn wir schon gleich direkt damit fliegen können, anderen zu dienen. Nutzen wir das. Bereit. Was braucht ihr? Wie kann ich helfen? Die Drakoniden heilen? Nachdem sie uns unterwerfen wollten? In Gnade liegt Stärke, Glutdresch. Wollen wir? Na, dich können wir nicht an. Aber den Effekt kenne ich, habe ich im Raid schon das ein oder andere Mal gesehen. Das passt. Wir haben hier nochmal einen. Was war das? Ach, ein Gürtel. Ja, und jetzt sehen wir hier, dass wir einen Gürtel anhaben. Schultern werden dann auch noch angezeigt, der Rest nicht. Und zack. Ich biete euch meine Hilfe an. Aber das waren leider nur zwei Ziele. Da steht aber drei Verbündete. Es gibt viel zu tun. Aber gut, dadurch, dass das Ding halt auch so einen hohen Cooldown hat, werden wir ich sehe diese Infusion nicht, um den Cooldown zurückzusetzen.
wieder nur 2 Gehalt. Ja, bis zu 3 verletzte Dudes. Ja, 2 sind ja bis zu 3. So, was haben wir jetzt hier? Und alle sind wieder fresh. Sehr gut. Lasst mich euch anschauen. Helft anderen, wenn ihr könnt. So schnell haben wir schon 50 Quests das abgeschlossen. Das ist doch mal nett. Rettet so viele meiner Leute, wie ihr könnt. Und ehrt das Andenken an die Gefallenen. Das werden wir versuchen. Aber das ist hier doch die Giftgasgeschichte, oder? Ah, okay, nee, wir können das Zeug nutzen. Und dann sind wir wieder fresh. Das wollte ich endlich nicht machen. Ich habe eben gar nicht gesehen, wo der Balken aufgetaucht ist. Aber jetzt wissen wir es genau hier drüber. Okay, das Ding hat 5 Sekunden Uplink, das heißt, können wir ruhig ein bisschen öfter nutzen. Sollten wir vermutlich auch ein bisschen öfter nutzen. Ups. Ich vergesse immer wieder, das Ding zu nutzen. Sehr schön, down. Da haben wir noch was. Kommt alle her, kein Problem. Ich habe kein Ziel. So, jetzt ist das Ding wieder fertig. Wunderschön. Die 2 hier waren im toten Winkel. So, da haben wir das letzte. Ah ne, das ist ein Leichnam. Ah, das ist der Stein. Okay. Dann haben wir hier in der Gifthöhle alle befreit. Und können uns jetzt unsere Belohnung abholen. Na, der Dispel, den wir hier die ganze Zeit bekommen, was ist das? Ah ne, alles klar, wenn das, wenn hier stinkende Gase austickt, dann haben wir immer wieder einen neuen Stack bekommen. So war das. Schade, ich habe gehofft, dass das andersherum funktioniert. Oder sich das Vieh vielleicht alle paar Sekunden selbst dispelt, das wäre auch ziemlich lustig. Anderen zu helfen. Seid vorsichtig und brecht euch nichts. Bleibt mein Freund. Ja, wir werden es versuchen. Erholung, bevor wir uns den anderen anschließen können. Und die Drakoniden, nun, sind nicht für ihre Schnelligkeit bekannt. Die Drakoniden? Neltharion sagte, wir sollten nie einem Feind Gnade zeigen. Sie sind Soldaten, genau wie wir. Verurteilt sie nicht, weil sie Befehle befolgen. Ah, okay. Ibysion und Furorion sind auch schon am Start.
Gut, dann war es doch nicht so falsch, sich als Nachkommen Eltarions zu bezeichnen. Tarasek und Elementaren belagert. Ich habe auch etwas von Primalisten gehört. Dann sind unsere Leute in größerer Gefahr als gedacht. Ich bin bereit zu dienen. Dient ehrenhaft. Wunderbar, damit haben wir fast die Hälfte geschafft. Es gibt viel zu tun. Die Schwarzschuppen brauchen Hilfe. Zum Sturmrisskrater! Geht sofort los. Ich muss hier nochmal eben schnell was einsammeln. Immer gern zu Diensten. Ja, kriegen wir jetzt hier entsprechend alle freigeschaltet? Nein, natürlich nicht. Okay, falsche Zone. Schade. Also, wir sind ein Drache, der potenziell fliegen kann. Wofür brauchen wir ein Reittier, das nicht fliegen kann? Eventuell, falls unsere Flügel lahm werden. Aber heißt das jetzt, um jedes Reittier zu bekommen, brauche ich 4 von den Drachen? Von den Draktyrs? Ich nehme mal an, man benötigt auch wieder ein Char auf einem gewissen Level. Das heißt, man kann nicht einfach so auf einem neuen Level, auf einem neuen Realm ein Char erstellen. Und euren Atem heiß. Sieht aus, als stünde uns ein Kampf bevor. Die Obsidianwächter stehen erhobenen Hauptes. Die Draktyr werden in dieser Welt ihren Platz finden. Ich weiß, wir sind auf solche Gegner bereits getroffen, aber ich erinnere mich nur an Fetzen. Mehr über unsere Feinde zu erfahren, hilft uns vielleicht, uns an die Ereignisse zu erinnern. Ich bin mal sehr optimistisch und sage, zum Ende hin werden wir uns daran erinnern. Hoffe ich zumindest. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ja, ich würde gerne das Ding hier mal ausprobieren, aber 2 Minuten Cooldown nutzen wir mal lieber für einen dickeren Gegner. Nehmt das Geschenk der Sturmfresserin an. Zusammen werden wir ihre Macht auf dieser Welt entfesseln. Oh. Drecksau, hat er mich ordentlich in die Mangel genommen. Okay, hier durch die Mitte kann ich mich nicht bewegen. Schade. Dann laufen wir halt einmal im Kreis, ne? Nützt ja nichts. Etwas anvisieren. Ja, der Nahkampfangriff ist auch AOE, funktioniert aber irgendwie nicht immer. Oder ich stand halt in einer sehr ungünstigen Position. Wunderschön. Alle erwischt. Kommt alle her, ich schlitze euch auf. Ich habe kein Ziel. Oh
Und da haben wir das nächste. Sehr schön. Die Elemente sind erwacht. Flößt mir ihre Stärke ein. Und ich werde die Sturmfresserin aus ihrem Gefängnis befreien. Ah, okay. Hier erfahren wir, wie sie befreit wurde. Alles klar. Und hier haben wir auch die letzten drei, die wir umhauen müssen. Zu weit weg. Das würde aber auch bedeuten, dass diese Storyline hier die erste ist, bevor wir selbst überhaupt einen Fuß auf diese Inseln setzen. Weil die Sturmfresserin ist denn ja schon am Start. Freiheit und Macht. Schließt euch unserem Kampf gegen die Aspekte an. Die Schwarzschuppen sind voraus. Na, da haben wir wieder einen dicken, fetten Drachen, aber ziemlich viel Leben hat der Gute. Wir sind durch die Pflicht gebunden. Da brauchen wir Hilfe von allen, sonst wird er uns zerfleischen. Respekt will verdient sein. Ja, okay, wir sollen ihn jetzt umhauen. Wir müssen diesen Drachen ablenken, damit die Schwarzschuppen angreifen können. Bringt uns nah an das Ziel heran und gebt dann das Signal. So, die anderen Draktür helfen mir. Sehr schön. Ich habe kein Ziel. Ja, aber mit den anderen beiden im Gepäck sollte das doch hier kein Problem werden, oder? Ich bin zu weit weg. Dann gehen wir näher ran. Der Befehl ist erteilt. Angriff! Schwarzschuppen mit vereinten Kräften! Dieser Abschaum wollte unser Ritual stören! Sie sind das Drachenblut, das in ihren Adern nicht würdig. Sie sind bedeutungslos. Lasst sie. Die Elemente haben mir die benötigte Macht verliehen. Endlich wird die Herrin des Sturms frei sein. Wir erwachen und finden einen feindlichen Drachen in unserem Hort. Und eine Elementararmee draußen. Ich will antworten, Azurathel. Die Antworten müssen warten. Die Primalisten sprachen davon, einen gewaltigen Sturm auf die Welt loszulassen. Wir müssen sie aufhalten. Okay, wir sind zeitlich noch an dem Punkt, wo Sakareth normal in der Birne war und frisch erwacht. Wir sind hier fertig. Geht, bis der Erdwächter gefunden wurde. Befolgen meine Wärme nur meine Befehle. Verstanden? Ja, aber bleibt wachsam. Über uns kreisen Drachen. Möglicherweise feindselig. Schwarzschuppen, sammelt die Signets von den Toten und bereitet dann den Abmarsch vor. Der Dude wird wahrscheinlich nicht nicht froh sein zu hören, dass Neltharion nicht wirklich mehr am Start ist. So, das Ding hat 5
Minuten ab. Ah, okay. Das ist hier quasi... BL. So, wenn wir den Segelverstärker nutzen, okay, dann fliegt unser Char automatisch. Das ist gut. Kann man sich entspannt zurücklehnen und abwarten. Und dann auf das Reittier steigen, um die letzten Meter nicht selber gehen zu müssen. Fangen wir an. Bleibt aufrichtig. Diese Kultisten wollen einen Sturm entfesseln. Die Bedrohung ist größer, als ihr versteht, Junglinge. Wir befürchten, dass diese Primalisten etwas Uraltes, Schreckliches befreien wollen. Warum sollten wir euch trauen? Hat der Erdwächter euch geschickt? Wo ist Neltharion? Neltharion? Es gibt offenbar vieles, das ihr nicht wisst. Ich bin Ebessian und das ist Furorion. Wir werden all eure Fragen bei Zeiten beantworten. Aber jetzt müssen wir gemeinsam zuschlagen, sonst wird der Feind siegen. Dies ist unser Zuhause. Die Draktür werden es verteidigen. Wir werden an eurer Seite kämpfen, aber ihr gebt hier keine Befehle, Drachen. So sei es. Gut, aber kommt uns nicht in die Quere. Schließlich weiß ich das ein oder andere über das Ausmerzen uralter Erzfeinde. Okay, Furorion ist noch großspurig. Wird sich natürlich noch ändern. Wir werden unser Schicksal finden. Ah, okay. Ja, Heal brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, nehmen wir einfach mal das. Ist im Endeffekt auch erstmal komplett egal. Zu berichten. Klar. Draktür! Die Primalisten dürfen nicht ins Froststeingewölbe vordringen. Natürlich können wir hier nicht mit unserem Drachen fliegen. Oh, das sieht cool aus. Wie hier alle Draktür sich erheben. So, einmal kurz hochsegeln. Dort liegt unser Vermächtnis. Wir werden es nicht den Invasoren überlassen. Okay. Dann möge der Sturm schauen wir mal, ausbrechen. Was wir hier reißen können. Wird sie frei sein. Ich wollte schon eben sagen, kämpfen wollt ihr nicht, oder wie? Vor all den Inkarnationen. So, was haben wir jetzt hier bekommen? 1,5 Minuten Uplink. Okay. Das sind 40 Sekunden Uplink. Hier werden wir mal schön genüsslich den Feueratem reinwemsen. Ja, das war noch nicht wirklich viel, was wir hier an Prozenten bekommen haben. Ja, erstmal schön die Essenzen hochziehen. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, hier haben wir noch ein paar.
Aber auf jeden Fall haben wir schon mal 20% mehr bekommen. Das ist gut. Wieder 20% mehr. Wunderbar. Wird so langsam. Na, einfach mal draufballern. Wer weiß, wenn das Vieh gleich down gehen sollte. Vielleicht gibt es dicke Prozente. Überhaupt nicht funktioniert. Und sehr schön. Der neue Atem hat hier ordentlich was bewirkt. Genug! Nehmt das Gewölbe ein! Ich befreie die Sturmfresserin. Weg! Herrin des Sturms, die Urgewalten erheben sich und setzen euch frei. Sein sollen, wozu er bestimmt war. Ihr wisst nicht, wozu wir Drachen bestimmt sind. Aber bald wisst ihr es. Geht, sagt ihnen, dass wir den Schmutz der Titanen läutern werden. Möge der Sturm der Vorbote unserer Rückkehr sein. Hey, bewegt euch! Ja, jetzt ergibt die Story auch gleich viel mehr Sinn. Es gibt viel zu tun. Rückzug! Helft den Verwundeten! Nee, wer zu schwach ist, sich selbst in Sicherheit zu bringen... Ja, Survive of the Fittest, oder? So, jetzt müssen wir in die Richtung. Der Erdwächter tot? Dann sind wir allein. Oh Mann, 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 Mann. Sohn Neltarions. Irgendwie kippst du mir verdächtig häufig um. Champion, helf dem Drachen wieder auf die Beine. Der Neltarion, den ihr kennt, ist schon sehr lange tot. Es ist kompliziert. Unser Erbe verloren. Hier drüben. Oh Mann, 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 Mann. Ich habe so viele Stücke auf euch gehalten und jetzt stellt ihr euch hier an wie Amateure oder wie?
Captain! Genug! Ich dachte, ich würde euch retten. Draktür sind wirklich beeindruckend. Ja, ich dachte auch, du würdest uns retten. Na gut, ihr wollt kämpfen, dann kämpfen wir. Wunderbar, ihr habt verloren und wir kriegen jetzt endlich unsere Schultern. Dean bringt unsere Leute raus. Ich bleibe zurück und suche nach Überlebenden und Antworten. Nostormu! Seht, der bronzene Drachenaspekt ist hier. Kinder von Neltarion, zu mir! Eure Zeit endet nicht heute. Ich unterwerfe mich keinem weiteren Aspekt. Alle Verns, Evakuierung vorbereiten. Der Aspekt wird euch Deckung geben. Kommt, ich muss mit euch sprechen. Alles klar, dann unterhalten wir uns gleich mal. Aber besser nicht hier. Gefahr für diese Welt, so wie unser Erwachen große Veränderungen verheißt. Die Königreiche Azeroths müssen gewarnt werden. Geht zu ihnen. Auf der Reise findet ihr vielleicht auch eine neue Bestimmung. Ja, gewiss. Furion, Elysian, die Völker dieser Welt kennen euch. Führt die Draktür auf ihrer Reise. Ja, Zeitloser. Ihr seht munter aus. Viridia, ihr könntet mit uns kommen. Mit mir. Entschuldigung, meine Liebe. Mein Vern bleibt auf den Dracheninseln. Wenn das Schicksal es will, bleiben wir nicht lange getrennt. Klare Himmel und starke Winde, Glutdresch. Okay, wenn du bleiben willst, bleib. Wir zwingen niemanden. Was sagt Zakareth? Bericht. Fort mit euch. Zakareth, mein Vern folgt Furorion zu dieser Stadt namens Stormwind. Kommt mit uns. Ich habe die Befehle satt. Unser Treueeid gegenüber den Drachen wurde gebrochen. Genauso wie Neltarions Versprechen. Die Schwarzschuppen sollen vergessen werden. Wir sind jetzt die Splitterflammen. Wir werden unsere Bestimmung einfordern. Sein Zorn führt ihn auf einen dunklen Pfad. Ja, Moment mal, wieso nach Sturmwind? Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem wir uns als Feinde in der Schlacht gegenüberstehen. Zurück zum Training. Dunkelkrallen, antreten! Wir müssen die Insel verlassen. Geht voran, Elysian. Die Wächter werden Furorion folgen. Kinder von Neltarion. Ihr erwacht zu einer zerstörten Vergangenheit. Und unklarer Zukunft. Doch das Schicksal webt einen neuen Pfad zu fernen Küsten. Die Sande der Zeit beflügeln euch auf eurem Weg. Sagt der Welt, was ihr gesehen habt. Und warnt sie vor dem kommenden Sturm.
Borgrimmar. Hinter diesen Mauern versammeln sich die Völker der Horde. Eine Stadt errichtet auf Stärke und Ehre. Das trifft auch auf meine Leute zu. Ein beeindruckender Bau. Aber dies würde die Macht der Dunkelkralle nicht aufhalten. Eure Soldaten werden zweifellos viele Gelegenheiten bekommen, sich zu beweisen. Bevor wir eintreten, nehme ich eine andere Form an. Eine, die der Horde bekannter ist. Ein Antlitz. Ich erinnere mich. Der Erdwächter hatte auch eines. Nun, da sind wir. Wo sind eure Verbündeten, Ibyssian? Geduld, Glutresch. Ich bin mir sicher, wir werden angemessen empfangen. Okay, das Sturmwindproblem ist erledigt. Ich habe mich auf eure Ankunft gefreut, Champion. Ihr nennt das eine Uniform? Aber was ist jetzt hier los? Haltet ein, Krieger der Horde! Geistwandler Ebenhorn. Es tut gut, am Stadttor ein vertrautes Gesicht zu sehen. Auch wenn es begleitet wird von weniger Vertrauten. Schön, dass es euch gut geht, Myla. Aber ich fürchte, die Höflichkeit muss warten. Es geschehen Ereignisse, die uns gefährden. Diese Draktür und ich müssen mit dem Rat der Horde sprechen. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Folgt mir. Soldaten, zurück auf eure Posten. Wenn diese Neuankömmlinge euer Vertrauen verdient haben, Geistwandler, so sollen sie auch meines haben. Die Tore Orgrimmars stehen ihnen offen. Ja, gut zu wissen. Und wir müssten dann gleich eigentlich auch durch sein. Na, wir brauchen nur noch ein neues Höschen, dann sind wir komplett blau. Und dann beginnt wahrscheinlich auch die Storyline, die wir schon kennen und die ich mit meinem Druiden begonnen habe. Ja, super, hier brauchen wir jetzt wieder ein anderes Reittier. Aber hier haben wir genau den richtigen. Ah, die Rumble-Münze habe ich natürlich nicht dabei. Das Gute ist, ich war noch nicht beim Handelsposten. Das können wir auch eben schnell erledigen. Wunderbar. Das Ding müssen wir nochmal anziehen. Vorlage noch nicht vorhanden. So, die Dinger wurden jetzt direkt gut geschrieben. Sehr schön. Ein guter Tag zum Kaufen. Die Geister sollen euch segnen. Und wenn wir sowieso hier sind, was hast du noch im Angebot? Nee, sieht kacke aus. Das ist ein Reittier. Reittiere nehme ich immer gerne. Und das andere ist alles Transmog. Ja, das Ding sieht richtig kacke aus. So, gönnen wir uns erstmal genau ihn hier. Und zurückgekehrt. Gut, ja, das andere Zeug muss man halt mit einem anderen Char machen. Aber Transmog werde ich mir später dann gönnen, wenn ich alles andere schon zusammen habe. Und das wird vermutlich noch ein bisschen dauern. So, das Vieh ist hier auch bereits gut geschrieben, ne?
Nee, wir müssen es auspacken. Erledigt. Das ist auch erledigt. Nochmal eben schauen. Nee, ich dachte, ich hätte hier noch was Blaues gesehen. Aber das passt. Einmal schnell zum letzten Spot. Nicht schnell genug gewesen. Ja, und da hinten startet dann ja quasi auch unsere Storyline, wenn es auf die Dracheninseln geht. Das heißt, wir haben jetzt einen in sich logisch geschlossenen Kreis, aber das hier müsste der Anfang der Zwischensequenzen sein, weil sonst ergibt das wenig Sinn. Die Aspekte werden sich freuen, dass der Rat ihre Einladung annahm. Auf den Dracheninseln gibt es Wunder und viele Gefahren. Wer dem Ruf folgt, der wird sich jeder Herausforderung stellen. Die Stärke der Horde waren stets ihre Leute. Das ermutigt mich wirklich. Aber die Drachenkönigin duldet keinen Konflikt an ihren Küsten. Die Horde ehrt den Frieden mit der Allianz. Dazu plant die Archäologische Akademie zusammen mit der Forscherliga an einer Entdeckungsreise. Ich hoffe, wir werden viel voneinander lernen. Vergesst nicht, Ebysian, dass die Dracheninseln auch die Heimat der Draktür sind. Wir möchten wiederfinden, was war, und einfordern, was kommen mag. Lasst unsere Völker diesen Weg gemeinsam gehen, Glutresch. Gut. Unterwegs können wir eure Kampfkünste verbessern, trotz eures Mangels an Flügeln. Wie ich sehe, liegt noch viel Arbeit vor uns. Dann kommt, die Dracheninseln warten. Wunderbar, das war die Zwischensequenz, die wir auch mit dem Druiden gestartet haben. Ich werde euch bei den Vorbereitungen für die Dracheninseln helfen. Glaube ich zumindest. Ich werde euch leiten, so gut ich kann. Ein Antlitz ist Ausdruck dessen, wie ihr von anderen gesehen werden wollt. Nur ihr könnt darüber entscheiden. Ich wählte mein Antlitz, weil ich ungesehen unter den Hochbergtauren leben wollte. Ihr habt sicher eure eigenen Absichten. Ah, hier ist es. Gut, findet euer Antlitz in euch. Dann werden wir aber hauptsächlich in Draktürgestalt, glaube ich, durch die Gegend laufen, weil die schon ziemlich cool ausschaut. So, damit sind wir hier wirklich durch. Habt ihr Fragen? Ich habe Antworten. Und ja, genau, hier starten die Quests für die Dracheninsel. Das müssen wir einmal eben zur Seite ziehen. Jetzt geht es halt darum, auf die Inseln zu reisen. Aber das kennen wir ja schon. Werde ich aber gleich auf jeden Fall nochmal schnell durchführen, dass der gute Draktür hier auch dort ist, wo er hingehört. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Es gibt ja noch so ein paar Kampagnenquests, die wir noch nicht gemacht haben. Dadurch, dass ich später in das Add-on gestartet bin, habe ich es zeitlich noch nicht so ganz geschafft. Die werden wir auf jeden Fall nochmal zu Ende führen, damit wir dann auch, wenn The War Within startet, damit wir dann auch komplett sauber starten können, ohne dass wir hier in dem Add-on noch ein bisschen... ja, nachzuholen haben. Aus anderen Add-ons, das wird noch ein bisschen dauern, aber die werden wir uns dann auch nochmal in aller Ruhe anschauen. Ich werde die weisesten Gelehrten für unsere Expedition versammeln.